freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute gibt es ein neues Video mit einer Zuschauerfrage, falls du mich noch nicht kennen solltest. Mein Name ist Katja Amberg, ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach und hier bist du genau richtig, wenn du Beziehungsprobleme hast, wenn du immer wieder in leidvollen Beziehungen drin hängst, wenn du vermutest, dass dein Partner narzisstisch ist, wenn du on-off Beziehungen durchlebst oder eine Trennung überhaupt nicht verarbeiten kannst, nicht loslassen kannst. Ja, da bist du hier genau richtig und wie ich schon sagte, heute beantworte ich eine sehr, sehr wichtige Frage, die eine Zuschauerin hier unter diesen Videos gestellt hat und ich werde sie gleich mal vorlesen, diese Frage, und dann natürlich gleich unmittelbar gibt es die Antwort drauf. Und ich bin mir sicher, ja, dass das viele betrifft von euch, dass viele sich diese oder ähnliche Fragen stellen. Also, sie schreibt hier, du sagtest auch in einem deiner letzten Videos, wenn man sich selbst lieben würde, dann braucht man das fehlende Tortenstück nicht, denn man ist ja erfüllt ohne Partner. Ob du das jetzt wortwörtlich so gesagt hast, weiß ich jetzt nicht mehr und möchte auch nichts Falsches wiedergeben. Ja, das haut schon so ungefähr hin. Das war schon ganz gut wiedergegeben. Und auch dieses Miteinander verschmelzen hat etwas Toxisches. Das verstehe ich das richtig? Wenn ja, dann verstehe ich eins nicht. Wenn ich zum Beispiel das erste Mal intim werde mit einer Person und es ist herrlich, dann kann ich sogar, wow, war schön. Dann kann ich sagen, wow, war schön. Wenn du mich vor 2 Jahren fragen würdest, was ist für dich wichtig? Intim würde ich sagen und wichtig, dass ich mit ihm verschmelze. Dass ich eins werde mit ihm, dass diese Anziehung da sein muss, denn sonst habe ich an dem S-Punkt mit dieser Person gar keinen Spaß. Ich weiß nicht so genau, wie ich meine Frage auf den Punkt bringen soll, aber S-Punkt ohne Verschmelzung ist für mich langweilig. Da fehlt dann auch die Anziehung. Für mich muss das so richtig innig sein. Würde mich sehr freuen, wenn du mir antwortest. Also dieses Verschmelzen ist ja nicht nur bei S-Punkt der Fall in toxischen Beziehungen, sondern auch das Verschmelzen generell, wenn man sich sieht, wenn man zusammen ist. Also es ist nicht nur auf das Sexuelle jetzt bezogen, was ich in den Videos früher vorher gemeint habe. Und da muss man ganz, ganz klar unterscheiden. Und ich versuche ja das Ganze jetzt so ein bisschen, ja, anschaulich zu machen, dass du es verstehst. Fangen wir mal ganz von vorne an. Selbstverständlich gehört zu einer Partnerschaft, auch zu einer sexuellen Anziehung, dass die Chemie irgendwo passt. Man muss sich ja anziehend finden, man muss sich attraktiv finden. Und natürlich wäre es total verrückt, in eine Beziehung hineinzugehen, wo man nichts fühlt, wo man auch sexuell nichts fühlt, wo das einfach langweilig ist oder nur aus Vernunftsgründen mit diesen Menschen zusammen ist. Natürlich gehört das dazu, dieses Herzklopfen, die Schmetterlinge im Bauch und die Anziehung und genau auch das Sexuelle. Natürlich soll das schön und erfüllend und intim und innig sein. So ist das gedacht. Und daran ist überhaupt nichts falsch und das sollst du auch nach wie vor genießen können, sollen und können sowieso. Und da ist es jetzt wahrscheinlich, wenn man die Videos hört, nicht so leicht und einfach zu unterscheiden zwischen dieser toxischen Verschmelzung. Diese toxische Verschmelzung meine ich nicht unbedingt nur auf körperlicher Ebene. Diese Verschmelzung findet auch im Austausch statt. Wenn man einfach nur in den Arm genommen wird, dass es wie eins ist, wenn man Hand in Hand spazieren geht, dann kann auch sein, dass diese Grenzen sich auflösen und man wie verschmolzen ist mit dem Partner. Und natürlich, klar, erst recht auf sexueller Ebene, in der körperlichen Verschmelzung, natürlich. Was ist jetzt daran falsch? Woran kann ich jetzt erkennen, ob es jetzt toxische Verschmelzung ist oder ganz normale, gesunde, romantische, erotische Anziehung, die natürlich was Wunderschönes ist, die überhaupt nicht zu verteufeln oder abzuwerten ist und kein Mensch muss und soll in einer langweiligen Beziehung sein.
Meine Behauptung ist, oder meine eigene Erfahrung und die Erfahrung mit vielen Klienten, dass du das erst unterscheiden kannst, wenn du begonnen hast, deine Muster, deine Erfahrungen, deine Beziehungsdynamiken zu lösen. Denn du würdest mir die Frage nicht stellen und meine Videos nicht schauen, wenn du nicht in einer leidvollen Beziehung drin gewesen wärst oder dich vielleicht noch drinnen befindest. Und diese Verschmelzung, dieses Innige, dieses ja gerade das körperliche Zusammenkommen ist ja auch in einer gesunden Beziehung einfach die Krönung der Liebe, dass man ja da natürlich eins wird. Dagegen ist sie überhaupt nicht zu sagen. Toxisch wird es dann, wenn du in dieser Beziehung leidest. Wenn die Sexualität oder das Zusammenkommen mit dieser Person dich absolut hochhypt und du danach mal wieder Abstürze hast. Dieses heiß-kalt, dieses ja, nein, dieses Leiden, dass das nicht lebbar ist, dieses extreme hohe Level dieser Verschmelzung und das, wenn diese Verschmelzung nicht da ist, ich sag mal, jedes sexuelle Beisammensein ist irgendwann zu Ende. Und du kannst ja nicht 24 Stunden am Tag mit deinem Partner im Bett liegen. Kannst du machen, aber auf Dauer irgendwann musst du ja mal arbeiten gehen und dich um deinen Alltag kümmern. Und der Alltag nimmt einen viel größeren Teil ein in unserem Leben als die Sexualität vom Zeitfaktor her. Das ist ja ganz klar, dass man nicht dauerhaft in dieser Verschmelzung drin ist. Und in gesunden Beziehungen kann man sich genauso auf gesunde Art und Weise mit dem Partner körperlich, seelisch verbinden, ohne diese Abstürze zu haben, ohne diesen Schmerz zu haben, ohne abgewertet, manipuliert zu werden, das ist ja ganz klar, dann ist es ja schon keine gute Beziehung, ohne diese tiefe Sehnsucht im Herzen, ich muss und will diese Verschmelzung wieder haben, ohne Absturz. Daran kannst du es schon erkennen. Nicht an dieser Verschmelzung an sich, in diesem Moment ist es einfach wunderschön. Du merkst es danach. Bin ich danach leer? Bin ich danach traurig, depressiv? Kann ich kaum noch meinen Alltag machen? Bin ich in Gedanken nur bei dem Partner? Dreht es sich nur um den Partner, der erste und der letzte Gedanke? Verliere ich mich aus den Augen? Verliere ich mich immer mehr? Werde ich immer mehr abhängig von diesen Verschmelzungsmomenten? Und das sind alles Warnsignale, dass es toxisch ist, dass es nicht gesund ist, dass es nicht gut ist. Und da gilt es eben hinzuschauen und das zu lösen. Wie das alles möglich ist, weißt du, wenn du meine Videos kennst, falls du meine Videos noch nicht kennst und das das erste sein sollte, schau dir ältere Videos von mir an. Dort erkläre ich, wie du diese Muster, diesen Schmerz, dieses Leid, diese Toxik lösen kannst. Denn eins kann ich dir sagen, wenn diese Muster in dir gelöst werden, die diese toxische Beziehung aufrechterhalten oder überhaupt dafür gesorgt haben, dass die möglich ist, wird sich dramatisch positiv viel in deinem Leben verändern. Du wirst dann fühlen, dass diese Verschmelzung und Erkennen und auch nachträglich spüren, dir gar nicht wirklich gut getan hat. Dass es zwischenzeitlich dieses tiefe, tiefe Loch in dir gefüllt hat, dass es zwischendurch diese tiefe Sehnsucht aufgefüllt hat, deinen Selbstwert gefüllt hat, dass du zwischendurch diese Erfüllung von ich werde gesehen, ich werde geliebt gespürt hast, was dir danach wieder entzogen wurde durch Trennungen, durch Abwertung und du dich danach schlecht gefühlt hast. Dass es nichts wirklich Echtes war, sondern dass ich, auch wenn ich mich wiederhole, das wie eine Art Droge war, diese Verschmelzung. Gerade die heftigen Drogen simulieren ja im Prinzip genau dieses Gefühl, was du mit diesem Partner auf sexueller Ebene oder seelischer Ebene zwischenzeitlich erlebst. Dieses Verschmelzen, dieses Einssein, diese Abwesenheit von Angst, diese Abwesenheit von Trauer, von Leere, ach, dieses Gefühl, andere machen einen Fallschirmsprung, um für diesen Moment dieses Verschmelzungsgefühl zu haben, was aber nicht auf Dauer lebbar ist.
Ja, verdammt, was macht man denn? Muss man denn hier Drogen nehmen und einen toxischen Partner haben oder sich alle 10 Minuten aus dem Flugzeug stürzen mit einem Fallschirm, um dieses Einsseingefühl zu erleben? Nein, denn das ist natürlich das, was wir alle suchen. Aber solange wir das im Außen suchen, werden wir immer hungrig, bedürftig, suchend zurückbleiben. Und die Lösung ist, auch wenn es langweilig jetzt für dich klingt, immer in dir. Denn wenn du, wie ich sagte in dem früheren Video, dieses Tortenstück, du bist wie eine Torte und dieses Tortenstück, und vielleicht ist es sogar die halbe Torte, vielleicht ist es die Dreivierteltorte, die fehlt, die der Partner dir zwischenzeitlich mit dieser Verschmelzung zum Beispiel, gibt ja noch andere Dinge, auffüllt, das ist aber das, was dir fehlt, was von Dauer, von außen, von keinem Partner der Welt, von keiner Droge der Welt dauerhaft aufgefüllt werden kann. Sonst bist du in der Dauerabhängigkeit und wirst, dann wird dein restliches Tortenstück, was da noch übrig ist, wirklich von dir noch weniger. Also gilt es, dass durch diese Prozesse, die ich hier immer wieder beschreibe, durch diese Kurse, die ich anbiete, die Online-Kurse, dieses Tortenstück, deine Torte rund zu machen und es von außen nicht mehr zu brauchen. Denn dann bist du erfüllt mit dir, dann hast du schon diese, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Verschmelzung mit dir, dann erkennst du, wer du bist, dann bist du eins. Und du brauchst, weil du in dir schon wie verschmolzen bist, was sich natürlich komplett anders anfühlt, als mit einem Partner verschmolzen zu sein, brauchst du von außen nicht mehr dieses fehlende Tortenstück suchen. Und dann heißt es nicht, dass du dann langweilige Beziehungen lebst, oh, dass es dann nicht schön ist, dass oh, jetzt muss ich mit jemandem zusammen sein, den ich gar nicht anziehend finde. Nein, natürlich nicht. Du bist deswegen trotzdem Mensch und du hast deswegen trotzdem Bedürfnisse, nicht mal Bedürftigkeit. Bedürftigkeit ist dieser innere Mangel. Das hast du gefüllt, aber du hast trotzdem menschliche Bedürfnisse und die hat jeder nach Kontakt. Gerade in dieser Zeit merken wir, wie wichtig menschlicher Kontakt ist, Augenkontakt, mit jemandem sprechen, in den Arm genommen werden, Zärtlichkeit streicheln, auch Essen, Trinken, Schlafen sind menschliche Bedürfnisse, Ruhe und Entspannung. All das ist trotzdem noch da und all das darf natürlich gelebt werden. Du bist hier, um glücklich zu sein, um dein Leben in vollen Zügen zu genießen, mit all deinen Sinnen wahrzunehmen und deine Liebe, deine Freude, dein Erfülltsein mit anderen zu teilen. Und das wird dann ein ganz anderes Level sein an Begegnungen. Das ist nicht mehr dieses toxische Hypen, weil das Hypen ist ja auch wieder dieses Idealisieren, dieses Drogenmäßige, dieses Drama, was da drin steckt, dieses Wow! Das ist das Hypen, aber das ist nicht die Liebe, weil du erkennst es daran, dass es irgendwann früher oder später wieder wehtut. Und wenn es immer wieder wehtut, dann war das nicht die Liebe. Daran kannst du es auch erkennen. Das heißt, die zukünftigen Beziehungen, wenn du alles gut gelöst hast und das geht schrittweise, ist nicht so wie der Schalter rum, das ist wie ein Lernprozess, die dann in der Liebe sind. Die Beziehungen, die fühlen sich ruhig an, die fühlen sich getragen an, die fühlen sich auf einer ganz anderen Ebene, auf eine ganz andere Art und Weise innig an. Das ist eine ganz andere Verschmelzung, ein ganz anderes, ich will es gar nicht Verschmelzung nennen, du siehst, mir fehlen selbst die Worte dafür und es ist auch ganz schwer, in Worte zu fassen. Das ist eine ganz andere Begegnung auf einer anderen Ebene, in einer anderen Frequenz. Das ist dieser Zustand, wo du keine Worte mehr brauchst. Das ist dieser Zustand, wo du den anderen liebst, so wie er ist, wo du nicht mehr halten willst, wo du den anderen freilassen kannst. Und mit freilassen, weißt, da kommen jetzt wieder die Alarmglocken, oh Gott, muss ich dem jetzt alles erlauben? Kann der jetzt überall hingehen und andere Frauen haben? Dieses Freilassen
In dem Sinne meine ich nicht, sondern natürlich darfst du immer noch deine Beziehung nach deinen Vorstellungen leben. Nach deinen Vorstellungen, dass dir zum Beispiel Treue wichtig ist, dass du eine monogame Beziehung leben möchtest und der andere will es vielleicht nicht leben. Dann sind das die Werte von einem anderen. Natürlich innerhalb dieser Werte dieses Freilassen. Und interessanterweise, und dann stimmt auch wieder dieser Spruch, was du freilässt, gehört zu dir. Das geht dann gar nicht mehr darum. Es geht auch gar nicht mehr. Der andere ist dann eben nicht mehr dafür da, um dir diese Verschmelzung zu beschaffen, um dir dieses Hype-Gefühl zu geben, um dir diese Schmerzen zu nehmen, um dich von deinen eigenen Mustern und Aufgaben und Hausaufgaben abzulenken durch dieses Hypen und durch die Verschmelzung. Und ich belächle das jetzt nicht, weil ich kenne das natürlich selber. Also ich kenne das, dass man das einfach auch nicht wahrhaben will, weil das sind ja auch diese romantischen Vorstellungen, die man hat, dass man sagt, nee, 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 aber das ist doch das, was Liebe ist. Und man hält an etwas fest und kann sich noch gar nicht vorstellen, dass da noch was viel, viel Größeres, was viel Schöneres, was viel Wertvolleres auf dich wartet, als das, was du jetzt krampfhaft festhältst, weil du denkst, nein, 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 das ist die Liebe, aber das ist das. Und glaub mir, auch ich bin heute immer noch romantisch und ich lebe auch immer noch gerne mal in Fantasiewelten und ich mag immer noch Märchen und ich tauche da immer noch gerne ein. Aber ich weiß heute, das ist eine Fantasiewelt, das ist nicht diese Realität und Realität klingt so öde, trocken und langweilig. Und das muss sie überhaupt gar nicht sein. Denn dann wird deine Realität zu deinem eigenen Märchen, zu deinem Erleben, was Liebe wirklich ist, jenseits von romantischen Märchenvorstellungen. Ja, und jetzt bin ich irgendwo an der Grenze angekommen, diesen Zustand zu beschreiben. Vielleicht wollt und könnt ihr alle die, die vielleicht wissen, von welchem Zustand ich spreche, das gerne auch noch mal drunter kommentieren. Manchmal sind weniger Worte einfach mehr. Lass einfach mal die Worte wirken. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich diese Frage jetzt ganz gut beantworten konnte, dass du für dich erstmal erkennst, ist diese Verschmelzung denn wirklich eine Verschmelzung in der Liebe? Das fühlt sich ruhig, getragen, stabil, ohne Schmerz an. Oder ist es noch eine toxische Verschmelzung, wo ich danach giere, hype, wo ich durchdrehe, wenn ich es nicht kriege, wo ich Gedankenschleifen habe und denke, wann ist es wieder so weit? Dann gibt es noch einiges zu tun und aufzulösen. Und dazu möchte ich heute wieder motivieren, dich einfach auf den Weg zu machen. Keine Zeit ist besser dafür geeignet als diese, die jetzt ist. Es ist die Einladung vom Leben zu sagen, so, jetzt klopfe ich noch mal an deine Tür. Na, bist du jetzt bereit, dir das anzuschauen? Also fang an, komm wie immer gerne auf den Weg, so werden wir immer mehr und mehr und so wird auch dieses Feld der Liebe und der Freude immer mehr genährt und mit deiner Befreiung, mit deiner Liebe, die du dann in die Welt strahlst, veränderst du mit diese Welt und so wird dieses neue kollektive Feld der Liebe, der Bewusstheit, diese Welt immer mehr und mehr gestalten. Und dann geschehen immer mehr Dinge und Situationen erscheinen, neue Ereignisse werden geschehen, die auf Liebe basieren. Daran glaube ich einfach ganz, ganz tief und fest. Und es ist nicht verkehrt, wirklich diesen größeren Sinn hinter deiner eigenen Befreiung zu sehen, von jedem von uns hier. Und ja, ich lade ein, auf den Weg zu kommen. Ich freue mich schon aufs nächste Video und wie gesagt, Kanal abonnieren wäre super toll. Daumen hoch finde ich auch immer ganz, ganz prima. Und ich kann jetzt einfach nur sagen, mein Lieblingsspruch, jeder Tag ist ein Geschenk. Also bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, bleib schön gesund, positiv und in der Liebe. Tschüss.